Ja, herzlich willkommen zum Webinar, Infowebinar zum Stimmtrainingsprogramm, wie du deine Stimme findest. Also es ist ein Informationswebinar über das Programm für alle Frauen, die beim Live-Webinar nicht dabei sein konnten, die verhindert waren oder krank oder eben keine Zeit hatten, gibt es jetzt nochmal die Möglichkeit, ohne Teilnehmerinnen dieses Infowebinar anzuschauen. Aus Datenschutzgründen verzichte ich immer auf Aufzeichnungen, wenn Teilnehmerinnen dabei sind, die zu sehen sind. Ja, ich fange immer ganz gerne an mit einer kleinen Vorstellung von meiner Person und danach werde ich etwas über die Struktur erzählen, über die Form des Programms. Und danach steige ich ein in die Inhalte und beschreibe die Module mit und mache so ein paar kleine Stimmübungen, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt von dem, wie ich arbeite und auch wie wirksam diese Übungen tatsächlich sind. Dieses Programm ist für die Frauen, es ist ein Online-Programm, die ihre Stimme finden wollen, die Kontakt zu sich finden wollen und die ihre Vision in die Welt bringen wollen. Aber dazu gleich mehr. Ja, mein Name ist Iris Hammermeister und ich bin klassisch ausgebildete Sängerin, Altistin. Naja, ich entwickle mich gerade eher zum Mezzosopran. Deswegen ist es gerade alles in der Veränderung. Und ich bin auch Trauma- und Systemtherapeutin, also Familientherapeutin und habe mich jahrelang mit dem Thema Stimme und Trauma beschäftigt, habe viele Jahre geforscht in der transgenerationalen Traumaweitergabe, welche Auswirkungen hat das auf unsere Stimme und welche Einflüsse gibt es quasi in den allerersten Lebensjahren auf unsere Stimme. Und da gibt es ganz, ganz wenig immer, also erforscht. Ich habe Literatur immer wieder gesucht und habe mich dann selbst auf den Weg gemacht, weil es da relativ wenig gibt. Und da mich auch Trauma immer sehr interessiert hatte, ich da wie gesagt auch viel geforscht habe, ist mir eben aufgefallen, dass es da überhaupt gar keine Forschung gibt in Bezug auf Kehlkopf und Stimme oder auch auf das Gehör. Wobei Alfred Tomatis ja schon auch sehr viel geforscht hat damals zu seiner Zeit. Ja, ich glaube, dass jetzt eine neue Zeit angefangen hat, in der es darum geht, dass wir nicht mehr so fremdbestimmt sind, dass wir in die Autonomie kommen, dass wir ein selbstbestimmtes Leben leben und dass wir unsere Visionen in die Welt bringen. Und jetzt ist so die Zeit der Kreativität gefragt. Noch dazu will ich sagen, dass ich nichts anderes gefunden habe in meiner jahrelangen Suche und ich habe wirklich Jahrzehnte gesucht, was tatsächlich so wirkungsvoll war, wie die Arbeit mit Stimmklang. Egal, ob es meine Suche nach Heilung war, ob es meine Suche nach meiner Stimme war, selbst nach meiner Stimme war. Es ist einfach die Stimme, die uns da den Weg weisen kann. Ich selbst habe einen schweren Weg hinter mir, was die Stimme anbelangt und habe mit circa 5 Jahren meine eigene Stimme verloren, habe aufgehört zu sprechen und gleichzeitig hatte ich diesen sehnlichsten Wunsch und die Vision, Sängerin zu sein. Und es war ein wirklich holpriger Weg, auch weil ich auf diesem Weg mich oft nicht gesehen oder gehört oder verstanden gefühlt habe,
egal ob es in der Gesangspädagogik war oder ob es in der Therapie war. Und ich nach was anderes gesucht habe. Und ich glaube, ja, die meisten haben es nicht wirklich verstanden. Ich habe immer nach einer Tiefe gesucht. Nach einem Ankommen in mir. Und das ist der Grund auch, warum ich dieses Programm entwickelt habe für die Frauen, weil ich meine ganz, ganz vielen Erfahrungen und mein Wissen hier weitergeben möchte. Es ist tatsächlich möglich, mit diesem Programm diese Tausenden von Schleifen, die wir immer wieder gedreht haben, zu beenden. Was ich immer wieder höre von den Frauen, die das Programm mitmachen oder gemacht haben, ist, ja, dass sie jahrelang in Therapie an bestimmten Themen gearbeitet haben und es sich nicht gelöst hat und auf einmal in diesem Programm mit diesen Übungen lösen sich uralte Themen ganz leicht und wie ganz von alleine, ohne dass man direkt an diesen Themen gearbeitet hat. Und das hat was damit zu tun, dass ich sehr stark mit dem Körper arbeite und den Körper einbinde und unsere Programme und unsere Muster auch in den Zellen gespeichert sind. Und es gibt eigentlich nichts, was mehr die Zellen in Bewegung bringt wie Schwingung. Und deswegen glaube ich persönlich, dass die Schwingungsmedizin die Medizin der Zukunft ist und dass wir hier ganz, ganz viel regulieren und heilen können. Ich arbeite in diesem Stimmtrainingsprogramm hauptsächlich mit dem faszialen Gewebe, das ist das Bindegewebe. Und da geht es auch ganz viel um das Gehör, um das Hören. Und kann ich mich wirklich hören? Höre ich meine Stimme, meine innere Stimme? Und oder bin ich wirklich im Kontakt mit mir? Und wenn ja, was braucht es, dass ich tatsächlich mein eigenes Leben leben kann? Und wir leben in einer Welt und in einer Gesellschaft, in der Selbstbestimmung nicht gefördert wird und nicht unbedingt gefragt ist. Und das macht auf Dauer einfach auch krank. Und in diesem Programm geht es wirklich darum, dass du deine Stimme findest, dass du Kontakt oder mehr in den Körper hineinkommst. Das erzählen die Frauen auch immer, dass das passiert. Mehr Kontakt zu dir selbst hast, mehr zu dir stehen kannst und das, was du dir wünschst, wirklich ins Leben bringen kannst, in dein Leben und es umsetzen kannst. Genau, und jetzt erzähle ich etwas über das Programm, also die Struktur. Jetzt muss ich hier kurz umschalten. Das Programm geht insgesamt 6 Monate und da wir dann in die Weihnachtszeit hineinkommen, verlängert sich das Programm um 2 Wochen. Also es geht dann 6,5 Monate. Wir starten damit am 15. Oktober, am Freitag. Und es gibt jetzt bis morgen, bis zum 12. Oktober, noch die Möglichkeit, den Frühbucherrabatt zu nutzen und sich da noch anzumelden. Aber da sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu. Das Programm, wie gesagt, besteht aus 5 Modulen und ein Modul dauert zwischen 4 bis 6 Wochen. Ich habe das quasi erweitert und 2 Module, Modul 2 und Modul 3, auf 6 Wochen verlängert, weil die sehr, sehr umfangreich sind. Es gibt insgesamt 55 Videos und die beinhalten viel theoretisches Wissen über die Stimmphysiologie, über die Neurobiologie, Psychotraumatologie,
über die Polyvagaltheorie, über Spiritualität und so weiter. Also Entwicklungspsychologie. Da ist ganz, aus also den verschiedenen Fachbereichen erfährt man da ganz viel Wissen. Und dazu kommen praktische Stimmübungen, die eben auch aufgezeichnet sind, sind über 40 Übungen, Stimmübungen. Aber wichtig ist es mir letztendlich, dass du weißt, es steckt nicht unbedingt eine Methode dahinter, sondern es ist eigentlich, es sind Prinzipien, und nach denen ich arbeite, die unserer wahren Natur entsprechen. Und mir geht es letztendlich darum, dass du diese Prinzipien verstehst. Und so sind auch die Module aufgebaut. Es gibt zu den Modulen, zu den Aufzeichnungen noch ein begleitendes Workbook. Und da gibt es auch nochmal theoretische Informationen und Fragen, die ich stelle, auch in diesen Stimmübungen, die sind auch in dem Workbook aufgeführt. Also die kann man dann da auch wieder nachlesen. Es gibt zusätzlich eine Stimmcommunity, das war früher eine Facebook-Gruppe, das muss man dann entscheiden. Inzwischen ist es so, dass viele Frauen nicht bei Facebook sind und auch da nicht hinwollen. Und deswegen hat sich das verlagert in eine Telegram-Gruppe, also in der die Frauen Fragen stellen können, in der sie sich mitteilen können, was gerade passiert oder wenn Unsicherheiten da sind, mache ich das jetzt richtig oder wieso passiert das jetzt? Da letztendlich ihre Fragen reinstellen können und auch ihre Prozesse mitteilen können. Und das wird von mir betreut, diese Telegram-Gruppe. Und es ist, kann man wirklich sagen, eine Rundumbetreuung, eine Tag- und Nachtbetreuung. Und das ist für mich, also es ist ein wirklich sehr großer zeitlicher Aufwand, beziehungsweise es ist wirklich eine Rundumbetreuung da. Das ist das, was ich auch immer wieder zurückgemeldet bekommen habe von den Frauen am Ende des Programms beim Feedback, dass sie gesagt haben, dass sie das unglaublich toll fanden und sich so sicher gefühlt haben, weil ich immer da war. Und wenn ich mal nicht konnte, weil ich ein paar Tage verreist war oder so, dann habe ich Bescheid gegeben. Ich kann jetzt gerade nicht antworten, ich bin weg, aber ich melde mich in 2 Tagen wieder. Also, es war immer, ich bin letztendlich immer im Kontakt mit den Frauen in der Gruppe. Zudem gibt es alle 14 Tage, hier steht noch monatlich, das habe ich dann verändert, gibt 14-tägige Live-Treffen über Zoom. Und die finden jetzt immer dienstags statt, dienstags abends. Ab 18:30 Uhr, circa 1,5 bis 2 Stunden. Und die erste findet statt am 19. Oktober. Und da haben die Frauen die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich mitzuteilen, Fragen zu stellen. Und manchmal, oder in letzter Zeit mache ich eigentlich immer auch Stimmübungen in der Gruppe. Da kann man die Gruppe tatsächlich auch nutzen, um Gruppenübungen zu machen mit der Stimme. Manchmal mache ich auch eine Einzelarbeit innerhalb der Gruppe, also je nachdem, was gerade anliegt. Genau. Jetzt gehe ich mal zurück und erkläre die Module. Das allererste Modul ist, dauert 4 Wochen, Entschuldigung. Und heißt Sog und Umkehr. Eigentlich geht es den Weg nach innen. Über die Vorstellung von Sog. Und da arbeiten wir auch schon ganz stark mit den Faszien. Wir sind ganz, ganz viel. Ich schalte kurz um. Wir sind in unserem Leben ganz, ganz viel nach außen gerichtet.
Unsere ganze Aufmerksamkeit richtet sich immer im Außen. Und wir sind immer in der Suche nach etwas, was da draußen ist. Aber das, was wir suchen, findet sich eigentlich nur in uns. Und es geht wirklich darum, in den Körper hinein zu gelangen. Und das ist der Weg über die Faszien. Und häufig ist es so, dass unsere Faszien verklebt sind, trocken sind, und es geht in dieser Stimmarbeit darum, die Faszien durchlässig zu machen und die Strukturen, die Gewebstruktur der Faszien durch Klang zu verändern. Dazu sollte man, ja, erkläre ich nochmal, dass in den Faszien tatsächlich alle Erinnerungen gespeichert sind. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben in unserem Leben, bilden sich gewisse Strukturen in den Faszien. Und letztendlich geht es darum, über den Klang, über den Stimmklang, diese Strukturen zu verändern und diese Altprogramme zu überschreiben. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen technisch und zu anatomisch, heißt aber, wenn wir über die Faszien arbeiten und es gibt eine Bindegewebsmatrix, es gibt tatsächlich eine Bindegewebsmatrix, nicht nur die Matrix, in der wir leben und um uns herum, sondern in uns, durch unseren Körper, durchzieht sich eine Bindegewebsmatrix. Und man könnte sagen, dass sich diese äußere Matrix, in der wir leben, sich in uns spiegelt. Und das heißt, dass ich mit dieser Matrix arbeite, mit der Grundsubstanz. Die Grundsubstanz umgibt jede Zelle und ist hauptsächlich auch im Fasziengewebe. Und da geht es ganz viel um Schwingung und um Lebensenergie, die da durchfließt. Und die Faszien haben auch die Aufgabe, das ist ein Kommunikations- oder ein Informationsnetzwerk. Über diese rhythmischen Impulse werden quasi Informationen von einem Organ zum anderen Organ weitergeleitet, über die Faszien. Und überall sind die Faszien, und die Faszien verbinden letztendlich alle Organe miteinander. Sind unglaublich wichtig. Das heißt, dass Faszien auch eine ganz, ganz große Rolle spielen in der Vitalität eines Menschen. Also wenn jemand irgendwann eine chronische Erkrankung erleidet, dann kann man davon ausgehen, dass die Faszien schon über einen längeren Zeitraum nicht mehr wirklich in einer höheren Schwingung waren oder durchlässig waren oder in der Lage waren, Informationen weiterzuleiten. Und das zeigt auch, dass wir aus lauter Netzwerken bestehen. Und die Faszien ordne ich ganz, ganz, ganz frühen Lebensjahren zu, auch in der das gehört auch in die pränatale Zeit, weil die Faszien, also bevor wir Muskeln gebildet haben, bevor wir angefangen haben zu sprechen und zu laufen, bestanden wir letztendlich nur aus Faszien und aus Flüssigkeit. Und das ist dieser Flüssigkeitszustand, das ist das Meer, das ist das Wasser. Und deshalb ordne ich die Faszien mehr auch dem Geistigen zu, dem formlosen Zustand, dem, ja. Also wir sind, wenn wir über die Faszien arbeiten, ganz, ganz stark an unserem Ursprung. Und genau in diesen ersten Phasen, Lebensphasen, bildet sich das Ohr aus, und unser Gehör. Und das sagt ganz, ganz viel aus, inwieweit wir guten Kontakt zu uns haben oder auch nicht. Und ob wir unsere Stimme hören können oder nicht.
So, das heißt, wenn wir über die Faszien oder über die Bindegewebsmatrix arbeiten, müssen wir auch nicht mehr jetzt direkt mit einem Trauma arbeiten oder ja, sondern eigentlich gehen wir am Trauma vorbei in noch tiefere Schichten, bevor, also vor der Zeit eines Traumas, weil wir da wirklich in so einem Urzustand noch sind oder waren. Und das heißt, wir lösen Speicherungen, Erinnerungen auf, ohne Drama, ohne dass es jetzt furchtbar sein muss und wir nochmal durch irgendwelche Schmerzen durch müssen. Und das ist das, was mir immer wieder die Frauen erzählen, dass sie auf einmal merken, dass sie auf bestimmte Dinge nicht mehr reagieren. Oder dass sie auf einmal ganz andere Verhaltensweisen an den Tag legen, ganz andere Muster sich gebildet haben, ohne dass sie direkt damit gearbeitet haben. Und das liegt daran, dass wir über den Stimmklang die Gewebsstruktur verändern. Und über eigentlich dieses alte Programm unsere Geschichte überschreiben. Die Faszien haben eine direkte Verbindung zum Gehirn, also da gibt es Sensoren. Und das heißt, diese Rezeptoren werden natürlich dann auch verändert, dadurch, dass wir die Gewebsstruktur verändern über den Stimmklang. Und das heißt, in meiner Arbeit geht es ganz stark darum, die Faszien dazu zu stimulieren, Klang aufzunehmen. Und der Klang, der dann durch den Körper hindurch fließt, durch unsere Stimme, der reinigt unseren Körper, dieses Gewebe auch, weil die Faszien ganz wichtig sind, wenn es um Entgiftungs- und Reinigungsprozesse geht. Und durch diese Durchlässigkeit, dadurch, dass der Klang durch unseren Körper hindurch fließt, erhöht sich unsere eigene Schwingung und wir überschreiben eben all die Programme, unsere Geschichte. Und letztendlich geht es darum, dass wir uns als Gefäß begreifen, durch den der Klang hindurch fließen kann. Und dazu müssen wir manchmal das Gewebe erst vorbereiten und durchlässig machen. Und die große Kunst ist hier nicht zu viel zu tun, sondern dem Klang zu vertrauen, dass er weiß, wie es funktioniert, sondern immer nur ein bisschen Stimulation geben und dann das geschehen lassen, was geschehen soll. Also in dieser Arbeit geht es auch ganz, ganz stark darum, rauszukommen aus diesem Tun und diesem Machen hinein in dieses Vertrauen und dieses Geschehen lassen. Letztendlich geht es darum, über die Faszien, über die myofaszialen Leitbahnen, dann den Weg nach innen zu finden, über den Klang, bis wir zu unserem Kern kommen. Und der sitzt meiner Meinung nach im Schoßraum, im zweiten Chakra. Also das ist der Weg ganz nach innen. Und dazu gibt es verschiedenste Übungen, um das Gewebe zu stimulieren. Und letztendlich geht es darum, so viel Gewebe wie möglich für Klang zu stimulieren. Dadurch verändert sich der eigene Stimmklang. Und durch diese ganzen Prozesse, die dadurch geschehen, verändert sich auch das eigene Bewusstsein. Das muss ich schon auch ganz klar sagen, weil die Filter, die wir aufgrund eines Traumas haben und ja, angelegt haben, das sind Filter, die unsere Wahrnehmung verändern, die verschwinden. So, ich mache jetzt, stelle jetzt mal eine Stimmübung vor zum Thema Sog, damit du dir so ein bisschen vorstellen kannst, was ich denn eigentlich damit meine.
Und da heißt es, geht es so, dass du dir vorstellst, dass du den Klang quasi einsaugst. Der ist schon da und schon der Begriff saugen und sog geht schon in, zurück in dieses Säuglingsalter. Säugling, saugen, sog. Also in eine Zeit vor unserer Geschichte, bevor unser autonomes Nervensystem gebildet wurde. Denn, das habe ich ganz vergessen zu sagen, es gibt ein duales Nervensystem. Also wir haben nicht nur ein autonomes Nervensystem, sondern wir haben eigentlich zwei. Und die Faszien bilden ein eigenes und eben auch das autonome Nervensystem mit den Nerven und der Muskulatur. So, und das System der Faszien ist älter, ist mehr am Ursprung. Jetzt zeige ich dir eine Übung, das heißt die Vorstellung von so, du stellst dir vor, du tönst auf U und stellst dir vor, dass du den Klang aufnimmst und einsaugst. Das ist auch das weibliche Prinzip. Und das ist für manche ein bisschen schwierig, weil sie denken, wieso, ich atme doch beim Singen aus, wie soll ich denn das dann aufnehmen, das geht doch gar nicht. Das stimmt, natürlich atmest du aus beim Tönen oder beim Singen, aber es geht wirklich nur um deine Vorstellung. Und während du jetzt tönst, ich mache das jetzt 2-3 Mal vor, kannst du schauen, was passiert, was verändert sich denn jetzt in deinem Körper? Ich mache es kurz vor. Du kannst zur Unterstützung auch diese Bewegung dazu machen. Ja? Also, ich stelle mir jetzt vor, der Klang ist schon da und das passt auch zu dem, dass ich wirklich daran glaube, dass alles schon da ist. Dass uns diese Filter letztendlich nur daran hindern, es zu sehen. So, ich töne 2-3 Mal auf U in der Vorstellung, dass ich jetzt den Klang quasi aufsauge oder in mich aufnehme. Jetzt noch ein paar Mal machen. Mach mal alleine weiter und ruhig in einer Tonhöhe, die dir liegt. Das muss jetzt nicht die gleiche sein, die ich jetzt gerade hatte. Und dann versuch mal wahrzunehmen, was passiert. Was verändert sich? Wird was schwerer? Wird was leichter? Verändert sich der Klang? Verändert sich die Empfindung? Die Wahrnehmung? Kribbelt es irgendwo, vibriert es irgendwo. Genau. Und das kannst du letztendlich machen an verschiedenen Stellen im Körper. Also das ist ein Prinzip. Du kannst dir vorstellen, dass der Klang über den Atlas zum Beispiel hinten hineinkommt. Oder du legst deine Hand irgendwo hin und stellst dir vor, dass der Klang über die Hand in den Körper hineinfließt. Und ich bekomme immer wieder erstaunte Rückmeldungen, was so kleine und einfache Übungen doch für eine starke Wirkung haben, was da so passiert. Wir arbeiten mit Energie. So, das ist das Modul 1, wo es sehr stark um Sog geht. Ich schalte wieder um.
Beim zweiten Modul geht es um das Thema Bindung und Beziehung. Das gehört auch zu einem Prinzip oder es ist ein Schöpfungsprinzip. Alles in der Natur auch oder im Leben ist in Verbindung oder in Beziehung zueinander. Es gibt nichts Getrenntes. Das Problem ist eher, dass Beziehung erst dann entstehen kann, wenn es zwei eigenständige Menschen gibt. Und das ist das, was, ja, was meistens fehlt, weil wir nicht als Individuen gesehen oder erzogen worden sind, sondern als etwas Einzigartiges, sondern es gibt so eine Gleichschaltung und es gibt keine Grenzen zwischen ich und du. Man könnte auch sagen, dass die Beziehung, schalte jetzt nochmal um, zwischen zwei Menschen gibt es eben diesen Raum und eigentlich geht es um diesen Zwischenraum. Und es geht immer nur um dieses Dazwischen. Weil in diesem Dazwischen findet Bewegung statt. Und ich habe verschiedene Stimmübungen entwickelt, wo es letztendlich darum geht, auch die Räume, die inneren Räume zu erkunden und zu weiten. Und was eben auch noch zur Beziehung dazu gehört, das ist die Polarität. Das heißt, dass es immer zwei Seiten der gleichen Medaille gibt. Und das ist das, was etwas in Bewegung bringt. Trauma ist häufig, dass es nur eben diese eine Seite gibt. Dass wir durch einen Filter schauen und nur das eine sehen und nichts anderes mehr. Beispielsweise, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich bin eine Versagerin, ich bin nichts wert. Aber wir sehen nicht das andere, das wir auch haben. Oder das wir vielleicht auch sind. Unsere Stärken, unsere Fähigkeiten, unsere Kraft. Und letztendlich hat der Kehlkopf dieses Potenzial, wieder an Beziehungen zu erinnern, im Körper, weil alles in Beziehung ist. Es gibt Regulationskreisläufe, die in Beziehung zueinander stehen. Und wenn unsere Schwingungen, wenn unsere Faszien verstopft sind, sage ich jetzt mal, unsere Schwingung nicht so hoch ist, dann gehen da zu wenig Informationen durch. Und dann verliert sich die Beziehung, dann ist da kein Kontakt mehr da. Im Körper. Also alles, was du in deinem Leben erlebst an Verhaltensweisen, an Psyche, spiegelt sich in deinem Körper nachher als Muster. Also das heißt, die Organe passen sich an, die Funktionen passen sich an, es kommt zu Trennung, das heißt, es gibt eigenständige Kreisläufe, die nicht mehr verbunden sind mit anderen und da findet dann keine Kommunikation mehr statt. Und jetzt komme ich auch schon in die nächste Phase. Weil die Beziehung eigentlich, da geht es letztendlich auch um diese Unterscheidungskraft, wer bin ich und wer bist denn du? Um diese Grenzen zwischen ich und du, Innenraum, Außenraum. Und da geht es darum, dass wir auch tatsächlich als Individuum wahrgenommen worden sind, gesehen worden sind. Und das ist den wenigsten Menschen wirklich passiert. Da geht es um den Kontakt zu mir selbst und wie ich in Beziehung trete zu mir selbst und zu meiner Umwelt. Und das ist eine Phase, in der die Muskulatur ausgebildet wird, anfängt zu wachsen. Und das ist eigentlich die Phase der Stimme. Das heißt, wenn wir in bestimmten Lebensphasen nicht genügend
Entfaltungsmöglichkeiten bekommen haben, nicht gesehen worden sind, nicht gehört worden sind, dann bilden sich die Muskeln nicht richtig aus, beziehungsweise sie sind entweder in einem zu starken Tonus oder in einem zu schwachen. Und dazu kommt, dass sie nicht ans Nervensystem angebunden sind und so vor sich hin dümpeln, sage ich jetzt mal, ohne Kontakt. Und das hat zur Folge, dass wir die Dinge nicht in die Welt bringen können, verkörpern können, weil der Anschluss fehlt. Und es gibt zu jeder Lebensphase eine bestimmte Muskelgruppe, die eben in dieser Zeit gebildet wird, ausgebildet wird und ans Nervensystem angebunden wird. Und eine ganz, ganz tragende Rolle spielt auch die Haut, die in dieser Zeit ans Nervensystem angebunden wird. Und jetzt komme ich zu der freudigen Nachricht, dass der Kehlkopf quasi, ja, der hat ja auch Muskeln. Der hat zwei Muskelsysteme im Kehlkopf und jedes System steht für ein Register. Also mit dem einen System bildet man das Falsett aus oder die Bruststimme. Bei den Frauen sagt man eher die Bruststimme, die Kopfstimme. Und das andere Muskelsystem ist für die Bruststimme. Und der Kehlkopf hat dieses unglaubliche Potenzial, dass er alle Funktionen im Körper regulieren kann und ist mit allen verbunden, mit allen Funktionen, allen Geweben. Das ist einfach so, dass er eine übergeordnete Funktion hat, eine übergeordnete Schaltzentrale, die vergessen worden ist, die nicht wahrgenommen, gesehen worden ist. Deswegen nimmt man auch, kann man auch gar nicht glauben, dass die Stimme so eine große Bedeutung hat und dass sie so eine wahnsinnige Regulationskraft in sich trägt, der Kehlkopf. Und interessanterweise ist genau der Bereich ausgelassen worden, auch häufig in den Forschungen. Es wird zwar klar, es geht um Frequenzen und welche Frequenzen beruhigen unser autonomes Nervensystem, welche Rolle spielt die Stimme der Mutter. Aber die Muskulatur des Kehlkopfs, wenn diese wieder koordiniert miteinander arbeiten, ausbalanciert sind und auch diese zwei Systeme in Beziehung zueinander wieder sind, also man sie eigentlich zu ihrem Urzustand zurückführt, ja, dann regulieren sich alle anderen Muskelgruppen nach, also alle anderen Lebensphasen nach. Und binden sich ans Nervensystem. Und das bedeutet die Befreiung der Stimme und eigentlich auch die Befreiung unserer Geschichte. Weil unsere Geschichte ja dazu geführt hat, dass diese Muskeln eben nicht richtig funktionieren, ausgebildet worden sind, nicht mehr miteinander koordiniert arbeiten. Und wenn wir begreifen, dass der Kehlkopf wirklich ein Hauptschalter ist, der diese wichtige Funktion in sich trägt, das ist so wichtig, dass wir diese Muskulatur wieder in den ursprünglichen Zustand zurückbringen, dann reguliert sich alles nach, also die ganzen Funktionen im Körper. Die Atmung fängt an, sich zu regulieren. Alles im Körper reguliert sich nach, weil es quasi von der Hierarchie unterhalb des Kehlkopfs steht. Das heißt, bisher haben wir immer so gearbeitet, also an einzelnen Baustellen, an einzelnen Lebensphasen, an einzelnen Muskelgruppen. Aber wenn wir die Kehlkopfmuskulatur dabei vergessen und nicht mit berücksichtigen, dann hat es auf Dauer ist es nicht nachhaltig. Wenn wir umgekehrt quasi die Kehlkopfmuskulatur
in den ursprünglichen Zustand zurückbringen, dann wird alles nachgeregelt, nachreguliert, weil es nachrangig zum Kehlkopf bedeutet von der Hierarchie. Das heißt, der Kehlkopf hat nicht nur eine unglaubliche wichtige Funktion, was die Bindegewebsmatrix anbelangt, und auch da in diesen Urzustand zurückführen kann, sondern auch was die Muskulatur, also das autonome Nervensystem anbelangt, was die Regulation des autonomen Nervensystems anbelangt. Und letztendlich geht es auch darum, dass sich beides auch wieder verbindet, also dass die Faszien und die Muskulatur gut miteinander arbeiten. Und im Kehlkopf verbindet sich so eigentlich Geist und Körper. Weil die Muskulatur, die Arbeit mit dem autonomen Nervensystem, mehr der Erde oder dem Körper entspricht. Das eine ist dann der Geist, das Geistige, und das andere ist der Körper. Und das vereint sich im Kehlkopf. Das bedeutet, dass wir an den grundlegendsten Strukturen oder an den grundlegendsten Prinzipien, mit diesen grundlegenden Prinzipien arbeiten, die dieses Potenzial in sich tragen, tatsächlich aus diesen Schleifen herauszukommen, tatsächlich lange, lange, lange Wege zu verkürzen. Und wir müssen nicht alles ergründen und verstehen, wieso, weshalb, was war. Und es ist eine Arbeit, die Spaß macht, die leicht ist, die in die Freiheit führt, ganz, ganz klar. Und durch das Training der Kehlkopfmuskulatur erhält die Stimme Flexibilität. Es gibt keine Registerbrüche mehr, es gibt einen größeren Stimmumfang. Also es ist auch für Profisänger oder Berufssänger von großer Bedeutung. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, Bindung und Beziehung. Also was ist der Unterschied denn zwischen Bindung und Beziehung? Und dazu gibt es auch eine schöne Übung, die ich dir zeigen möchte, die du machen kannst, um vielleicht den Unterschied wahrzunehmen. Und jetzt nimmst du dir einfach mal deine linke Schulter oder auch die rechte, das ist egal. Fokussierst dich auf die Schulter und auf die Hand, auf die linke Hand, linke Schulter. Und tönst mit der Frage, wie ist die Verbindung zwischen deiner Schulter und deiner Hand? Und tönst dazu auf U. Also nochmal. Wie ist die Beziehung zwischen meiner linken Schulter und meiner linken Hand? Und auch in deiner Stimmlage. Also ich habe sofort eine Reaktion gemerkt. Vielleicht merkst du auch was, vielleicht wird was schwerer oder vielleicht wird es anstrengend oder wie verändert sich der Klang. All das kannst du mal erforschen. Noch ein paar Töne machen. Und der zweite Teil der Übung heißt dann, wie ist die Beziehung zwischen deiner linken Schulter und deiner linken Hand? Und was ist der Unterschied, wenn du jetzt gleich tönst, zum ersten Teil der Übung? Ich mache es nochmal vor, zweimal.
Und dann tönst du einfach weiter. Mach das ruhig noch ein paar Mal. So zwei, dreimal. Mit der Frage, wie ist die Beziehung und gibt es einen Unterschied zum ersten Mal, zum ersten Teil? Also ich habe einen deutlichen Unterschied gemerkt. Beim ersten Mal, als es um die Frage der Verbindung ging, war es viel schwerer. Das war so anstrengend. Und beim zweiten Mal war es bei mir viel mehr Raum und es war leichter. Das kann bei dir auch ganz anders jetzt gewesen sein. Also da gibt es nicht so muss es sein, sondern jeder Mensch ist individuell und anders. Kann sein, dass du ganz andere Reaktionen hast. Aber viele beschreiben in dieser Übung, dass die Wahrnehmung ist, beim ersten Mal Verbindung, dass es eins ist. Es ist am Stück. Und beim zweiten, bei der Beziehung, sind es eben zwei getrennte Teile und da ist mehr Bewegung da. Weil da ist Raum dazwischen. Zwischen der Hand und der Schulter. Das ist der Unterschied. Und es gibt ein Schöpfungsprinzip, das sagt, wenn sich zwei Seiten der gleichen Medaille ausbalancieren und zusammenkommen, dann werden sie eins. Dann löst sich die Polarität auf und es entsteht was Neues. Ja, das zum Thema Bindung und Beziehung. Da sind wir auch letztendlich bei der Stimme angelangt, in der Phase der Stimme, in der sie sich entwickelt. Und da geht es um die Materie mehr, um das in die Welt bringen, meine Stimme erheben, mich mit allem, was mich ausmacht, in die Welt zu bringen, zu verkörpern. Da geht es um die Verkörperung. Und beides sitzt im Kehlkopf. Und der erste Teil war eben die Phase des Ohrs, der Faszien, des Formlosen, des Geistes. Und jetzt in der Beziehung ist es mehr die Materie, ist es der Körper und das ist die Stimme. Und wir arbeiten letztendlich an diesen zwei Haupt- oder Basisphasen oder Basis Prinzipien unseres Lebens, Gehör und Stimme. Und es hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Das kann man gar nicht trennen. Und dadurch, dass der Kehlkopf eine so übergeordnete Funktion hat, reguliert er eben alles andere, was nicht in der Regulation ist, nach. Und die Faszien haben eben diesen Vorteil, dieses Potenzial der immer wieder Neustrukturierung und Neuordnung und sind sehr, sehr stark mit der Selbstregulation oder mit Selbstorganisationsprozessen verbunden. Damit führen wir letztendlich unseren Körper wieder in einen Urzustand zurück und natürlich auch unsere Seele oder unseren Geist. So. Das war Modul 2, da gehe ich mal weiter. Beim dritten Modul geht es um die Vertikalisierung, habe ich es genannt. Das ist die Verbindung zwischen Stimmapparat und Schoßraum. Eigentlich ist das genau die
Verbindung zwischen den ersten beiden Phasen, Faszien, Ursprung, der mehr in unserem Unterleib sitzt, und Kehlkopfmuskulatur, das mehr in die Welt bringen, das sitzt im Stimmapparat. Das ist letztendlich, sind wir hier im Schöpfungsweg, im Schöpfungs. Das ist eigentlich unser Schöpferdasein. Es geht immer wieder nach innen, ganz hinein zu unserem Kern, zu unserem Ursprung, zu unserer Urquelle. Also man könnte auch sagen, wenn wir von Pulsation sprechen, es geht hinein in das Innere und dann geht es von ganz alleine in die Expansion hinaus. Und das ist der Ausdruck, das geschieht hier über den Stimmapparat. Und ich habe viele Jahre erforscht, es gibt Parallelorgane zwischen dem Stimmapparat und dem weiblichen Geschlechtsorgan, natürlich auch dem männlichen. Männlich ist ein bisschen anders, weil den Männern die Gebärmutter fehlt. Und die Gebärmutter ist unser Beziehungsraum, das fehlt bei den Männern, die haben halt dafür eine andere Aufgabe. Und alle Prozesse, die im Stimmapparat geschehen, geschehen auch im Schoßraum und umgekehrt. Und es gibt Verbindungen, es gibt Querverbindungen. Es gibt eben diese Parallelorgane, Mundraum und Gebärmutter zum Beispiel sind Parallelorgane. Und das sind zwei ganz, ganz entscheidende Hauptschalter, sage ich jetzt mal, im Schoßraum, wo unsere Urkraft sitzt, unsere weibliche Kraft. Und wo es erstmal darum geht, da überhaupt hinzukommen, da einen Zugang zu finden über den Weg nach innen. Und dann geht es quasi in die Expansion, in das Ausweiten, in das ins Leben hineinbringen. Und das ist ein ständiges Hin und Her. Es ist eine ständige Pulsation, ein Zusammenziehen, ein Auseinandergehen und so weiter. Das ist quasi der Rhythmus, die Pulsation unseres Lebens. Und das ist Schöpfung. Und es muss beides meiner Meinung nach verbunden sein, diese Hauptquellen, diese Hauptschaltzentralen, Kehlkopf, also Stimmapparat und Schoßraum oder weibliches Geschlechtsorgan müssen. Ich rede jetzt von den Frauen, weil das ja auch ein Programm für die Frauen ist. Miteinander arbeiten, auch hier miteinander koordiniert sein, weil es gibt tatsächlich sowas wie ein Klangröhre, einen Kanal, der durch uns durchgeht und der das verbindet. Man könnte auch sagen, das ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und man könnte auch sagen, dass wir als Mensch der Zwischenraum sind zwischen Himmel und Erde. Also wir sind das Gefäß. Und da gibt es eben dann auch im Modul 3 Theorie ein bisschen und auch Übungen dazu, auch energetisch, also in Energiekreislaufübungen, Feuerübungen mit der Stimme, wie wir diesen Kreislauf, diese Verbindung quasi herstellen. Und das ist, ja, es ist tatsächlich wirklich Schöpfung. So, das war das dritte Modul. Das vierte Modul, da geht es um die Polyvagaltheorie nach Stephen Porges. Da gibt es eine Theorieeinheit, wie bei allen anderen Modulen auch. Und da gibt es Stimmübungen, wie wir den Vagusnerv, den ventralen Vagusnerv aktivieren, wie wir das autonome Nervensystem über die Stimme in die Regulation bringen. Atemübungen, Stimmübungen,
Und genau. Wobei, wenn wir mit den Faszien arbeiten, auch da schon immer es eine Wirkung auf das parasympathische System gibt. Ja, also. Dann gibt es das letzte Modul, das steht da als Innenräume, aber es ist eigentlich, geht es da um das Individuum, also ich als Individuum, als ich und nicht als alles ist gleich, wir sind in einer Masse ohne Unterscheidungskraft, sondern es geht um mich als Individuum und ich bringe mich als Individuum in die Welt und es ist tatsächlich so eine Art Geburtsprozess. Quasi die zweite Geburt, die auch hier über den Stimmapparat, über den Hals geschieht. Es ist sehr, sehr spannend, weil der Kehlkopf das Parallelorgan zur Vagina ist und das ist ein Geburtskanal. Ja. Also. Ich sag ja, der Kehlkopf ist einfach ein Wunderwerk. Es ist einfach der Hammer, was da passiert. Also und deswegen vielleicht auch nochmal deutlich, dass der so eine besondere Funktion hat, weil er in der Lage ist zu gebären, weil er immer wieder neu schöpft. Genau, und das, da geht es auch nochmal verstärkt im fünften Modul um die Haut, Arbeit mit der Haut. Stimmübungen mit der Haut, wo es um die Innenseite der Haut geht, um die Außenseite der Haut, die Grenzen zwischen ich, meinem Körperraum und dem Außenraum, wie viel Raum nehme ich ein und all diese Dinge spielen da rein in dieses letzte Modul. Und ja, es ist tatsächlich ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Das Programm wird nach Ende, nach diesen 6 Monaten, nochmal für ein Jahr freigeschaltet, also dass man dann quasi noch genügend Zeit hat, Module nachzuarbeiten, weil ich habe zwar bestimmte so eine Zeit vorgesehen, dass ein Modul 4 Wochen dauert oder ein anderes 6 Wochen, aber es ist häufig so, dass die Frauen länger brauchen. Und was ich auf gar keinen Fall möchte, ist Druck machen. Und jede Frau braucht ihre ganz eigene Zeit. Und das ist in Ordnung. Und wenn wir schon im vierten Modul eigentlich schon offiziell sind und jemand noch im zweiten dran ist, dann ist es so, dann ist es völlig in Ordnung. Das heißt, jeder bestimmt die Zeit für sich und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf deine Stimme hörst, auf dein Gefühl, auf deine Grenzen. Und das ist völlig in Ordnung, dann zu sagen, hallo, das ist mir jetzt gerade, ich bin aber noch da bei Übung so und so. Und das ist zu viel. Das ist gut so. Und das darf auch sein. Ich glaube, ich habe das vergessen zu erwähnen, dass es ein Buddy-System gibt seit kurzem, wo Frauen aus der Gruppe jemanden sich suchen, mit der sie sich einmal oder wie auch immer den Rhythmus, den bestimmen auch diese zwei selbst treffen, um diese Übungen zu machen, weil es doch manchmal schwer ist, sich das ganz alles alleine in Anführungszeichen zu bearbeiten, weil alleine ist man nicht wirklich, weil ich bin hier wirklich Big Mama und bin rund um die Uhr wirklich da und stehe immer zur Verfügung für Fragen und Unklarheiten. Also es ist tatsächlich eine große intensive Betreuung, wenn man sie möchte. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, es ist mir zu viel, ich mag nicht in der Gruppe sein, die dann nicht bei den Live-Treffen dabei sind, beispielsweise. Das ist auch in Ordnung. Es ist ein Angebot und jede Frau entscheidet für sich, welches sie in Anspruch nehmen möchte oder auch nicht. Und da ist einfach jede Frau für sich auch ein Stück weit verantwortlich. Aber das Programm
bietet dieses Potenzial eines Paradigmenwechsels und wirklich den Weg in die Freiheit zu gehen. Und das habe ich immer wieder erlebt von einzelnen Frauen, die diesen Weg gegangen sind. Es braucht halt wirklich auch den Willen und auch Mut, dieses alte Gewohnte zu verlassen. So, jetzt bin ich am Ende. Wenn du doch noch irgendwelche Fragen haben solltest, dann melde dich gerne. Ich versuche, deine Fragen zu beantworten. Es ist tatsächlich ein außergewöhnliches Programm und ich habe ganz vergessen zu sagen, Entschuldigung, dass dieses Programm nicht nur von mir durchgeführt wird, sondern dass ich eine Assistentin habe. Das ist die Claudia Hirle, die mich da jetzt unterstützt. Und genau. So schicke ich euch ganz, ganz liebe Grüße. Wenn noch irgendwas offen sein sollte, Fragen da sein sollte, dann meldet euch bei mir. Bis dann. Tschüss.